Neue Torfrau. Der CF Südtirol verpflichtet Schroffenegger. In der Oberliga trennen sich Eppan und Arntal 1:1. Für den Frauenfußball in unserem Land war die Nachricht eine kleine Sensation. Die Torfrau der italienischen Nationalmannschaft, Katja Schroffenegger, kehrt nach Südtirol zurück. Sie hütet in der Rückrunde das Tor der CF Südtirol-Damen. Der Transfer kommt zur rechten Zeit. Bisher hat der CF Südtirol pro Spiel durchschnittlich 3 Gegentore kassiert. An solche Bilder waren die Fans des CF Südtirol in der Hinrunde gewöhnt. Die Mannschaft kassierte über 30 Gegentore in den ersten 12 Spielen der Meisterschaft. Diese Hände sollen dies nun ändern. Katja Schroffenegger kehrt nach 5 Jahren Bundesliga nach Südtirol zurück. Für die Kanaiderin ein sportlicher Rückschritt? Da die nicht sagen, logisch war in Deutschland das Trainingsniveau ziemlich hoch. Aber dadurch, dass ich wenig bis gar nicht gespielt habe, denke ich mal, dass es auch wichtig ist, dass ich wieder anfange zu spielen. Und deswegen denke ich, komprimiert sich das und ich bin jetzt froh, dass ich da bin und in der Mannschaft eben helfen darf. Wunderdinge darf man von Schroffenegger keine erwarten, steigt Trainer Klaus Schuster gleich auf die Euphoriebremse. Sie alleine kann auch keine Spiele gewinnen, aber... Welcher Trainer würde schon Nein sagen, wenn er die Chance hat, dass die Torwartin von der Nationalmannschaft zu ihm zu spielen kommt, nicht? Und wir haben in der Hinrunde natürlich viele Tore bekommen und hoffen, dass wir mit ihrer Hilfe jetzt in der Verteidigung solider werden. Dass Schroffenegger sich in Deutschland, zum Beispiel wie hier bei Bayern München, nicht durchsetzen konnte, lag auch an den vielen Verletzungen. Kreuzbandriss, Daumenbruch, dann eine fiese Knorpelverletzung in der Hand. Dass eine Verletzung dazugehört, ist so im Sport. Bei mir ist ein bisschen blöd gelaufen gewesen, dass eben eine nach der anderen gekommen ist, was mir dann sicher von der Laune her auch mal war ich nicht so gut auf. Aber ich denke, schlussendlich macht dann das persönlich stärker und lässt dann reifen und ich habe viel mitgenommen für die Verletzungen. Jetzt ist Schroffenegger schmerzfrei und will dem CF Südtirol helfen, in der Serie A zu verbleiben. Schroffenegger sieht den sportlichen Rückschritt als Zwischenschritt. So ganz hat sie das Abenteuer Bundesliga noch nicht abgehakt. Jetzt zählt für die junge Kanaiderin aber vor allem eins: endlich wieder schmerzfrei Fußball zu spielen.